Habe die Ehre und grüße euch zurück hier beim Bavarian Vinyl Nerd. Ich wünsche euch allen ein frohes und gesundes neues Jahr 2024. Und in meinem ersten Video dieses Jahr möchte ich euch gern eine Frage beantworten, die mir immer wieder gestellt wird von Leuten, die mit diesem Metier Schallplatte nichts zu tun haben oder nicht viel zu tun haben, beziehungsweise auch junge Leute, die im Streaming festhängen, sei es Spotify, Tidal oder whatever. Ja, es ist schon praktisch. Meine Töchter, denen geht es ja genauso, die, wenn unterwegs sind oder mit ihren Freunden unterwegs sind, haben ihre Ohrstöpsel drin, haben ihre Lieblingsmusik auf dem Handy, auf Spotify und hören sich da ihre Musik an. Ja, und warum? Hat mich meine Tochter auch schon gefragt, oder meine Töchter haben mich das schon gefragt, warum hörst du denn jetzt eigentlich Schallplatte? Ein bisschen hat es was zu tun mit Nostalgie, mit Erinnerungen an die Jugend, an meine Kindheit. Zu der damaligen Zeit gab es ja eben nichts anderes als Schallplatte, Radio oder vielleicht noch Kassette. Man nehme seine Lieblingsplatte, hinein damit. Alles andere macht Philips Mignon automatisch. Kinderleicht ist das. Mignon gibt's mit Batterie für draußen, fürs Auto und fürs Radio. Zum guten Ton gehört Dual. Gehört ein Dual-Plattenspieler. Dual bietet eine große Auswahl an Gerätetypen. Sehen Sie, das ist Dualpräzision. Dualgeräte geben Musik mit allen Feinheiten wieder. In höchster Vollendung, auch stereophonisch. Ja, und ein Fernseher mit drei Programmen, ARD, ZDF und die dritten Programme natürlich. Und wenn man ganz viel Glück gehabt hat, dann hat man noch den österreichischen Sender bei uns in Niederbayern reinbekommen mit einer speziellen Antenne auf dem Dach. Ja, und zu der Zeit, wie gesagt, gab es halt kein anderes Medium zum Musikhören als eben die Schallplatte oder die Kassette. Und wenn man dann mal in diesen Musikrausch reingekommen ist, als junger Erwachsener oder auch als Kind, dann wollte man die Musik natürlich nicht nur aus der Konserve hören, aus dem Radio, nein, man wollte sie auch zu Hause wieder mal anhören. Man wollte wieder das gleiche Lied hören, man wollte wieder den gleichen Interpreten wieder hören und seine Lieder genießen zu Hause mit einer Stereoanlage. Ja, und da hängt für mich ganz viel Erinnerung eben dran beim Schallplatte hören. Außerdem kommen noch viele andere Komponenten dazu. Dieser ganze Ablauf, wenn man eine Schallplatte sich anhören möchte. Und da geht es euch da draußen, liebe Abonnenten, bestimmt auch nicht anders als mir. Man geht in sein Wohnzimmer oder wo auch immer seine Schallplatten gelagert sind, ja, geht an dem Regal vorbei und denkt sich so, jetzt hätte ich eigentlich so mal eine halbe Stunde, Stunde Zeit für mich selbst und könnte mir eigentlich wieder mal eine Schallplatte anhören. Und genau das ist schon wieder so ein Punkt. Man nimmt sich die Zeit, eine Schallplatte anzuhören. Man geht ans Regal, holt sich eine Schallplatte seiner Wahl eben heraus oder wühlt einfach mal seine Plattensammlung durch auf der Suche nach einem tollen Song oder einem tollen Künstler, den man wieder mal hören möchte. Und wenn man dann die Schallplatte gefunden hat, holt man sie raus, man geht zu seinem Plattenspieler, zieht die Schallplatte aus der Hülle raus, legt die Hülle mal beiseite und legt die Schallplatte auf den Plattenspieler auf, nimmt sich seine Schallplattenbürste, macht die Schallplatte sauber, macht die Nadel vom Plattenspieler noch sauber, weil vielleicht noch irgendwelcher Staub vom letzten Abspielen dranhängt. Und das sind schon so, sage ich mal, so 10 Minuten, Viertelstunde, die da vergehen, mit der man sich schon mit dem Medium Schallplatte beschäftigt. Das ist für mich schon ein erster Step hin zum Musikgenuss. Ja, und dann legt man natürlich den Tonarm auf die Schallplatte oder man drückt den Start-Stopp-Knopf, so wie ich jetzt momentan mit meinem vollautomatischen Technics-Dreher im Wohnzimmer. Begibt sich zu seinem Sweet Spot im Wohnzimmer, wo man am allerschönsten sein Stereo-Signal hört, setzt sich hin und lauscht schon mal den ersten Tönen des ersten Liedes. Ja, und wenn die Platte dann so läuft, und das sind ja
Bei einer Plattenseite sind meist 15 bis 20 Minuten, je nachdem wie viele Lieder auf so einer Schallplatte drauf sind. Ja, dann sitzt man eben da, hört dem Ganzen zu und nimmt sich das Plattencover, sieht sich das Plattencover an. Von außen, wenn man ein Gatefold hat, klappt man das auf, sieht sich von innen an. Irgendwann nehme ich mir dann auch die Inner Sleeves, wenn sie noch vorhanden sind, und dann lese ich mir dadurch, was der Künstler so alles da reingeschrieben hat oder draufdrucken ließ. Und vielleicht lese ich auch die Songtexte mit oder ja, sing's mehr oder weniger gut. Sing die Lieder auch mit. Ja, und das ist für mich einfach eine Zeit für mich selbst, in der man einfach runterkommen kann vom stressigen Alltag, von diesem ganzen Reingeprassele, vor allem jetzt nach den Feiertagen, nach diesen doch für manche auch stressigen Feiertagen. Man muss zur Familie, man fährt zu dem, der kommt zu Besuch, aber man möchte auch wieder mal nach diesen stressigen Tagen ein bisschen entspannen, ein bisschen runterkommen. Manche Leute gehen zum Schwimmen, gehen in irgendein Spa, machen ein Wellness-Wochenende. Und meine persönliche Wellness ist bei mir im Wohnzimmer vor meinem Verstärker, vor meinem Plattenspieler, vor meinen Lautsprecherboxen. Und wenn ich da eine Stunde verbringen kann, das ist für mich so viel Entspannung, als wenn ich einen ganzen Tag mal nichts tun würde. Ja, und das ist für mich die Faszination Schallplatte. Wie auch schon Brian May in einem Interview gesagt hat: When you put on your turntable and you put your little needle on, and magic happens. Die Magie passiert. Es kommt aus einer Plastikscheibe plötzlich wunderbare Musik raus. Und das ist die Faszination Schallplatte für mich. Was ist für euch die Faszination an der Schallplatte oder an dem Schallplattenhören? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war mein kleines Einführungsvideo ins Jahr 2024. Das war eine kleine Sache, die ich mal loswerden wollte, die ich euch mal noch mal näher bringen wollte. Vielleicht auch den Leuten, die frisch einsteigen in dieses Thema, beziehungsweise die dieses Thema auch interessiert und die vielleicht auch anfangen wollen, Schallplatte zu hören. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr seid gesund. Ich hoffe, alle eure Neujahrswünsche gehen in Erfüllung. Wir sehen uns sowieso ganz bald wieder. Ich wünsche euch was. Bis bald. Servus.